Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 826. Wir gehen in die Bracket-Phase vom Home Story Cup Nummer 17. Wir haben einmal einen Protoss in Rot. Der ist aus Südkorea. Es ist Zest. Und der spielt gegen den deutschen Terraner hier in Blau. Es ist Hero Marine. Ab hier ist zudem alles Best of 5 anstatt Best of 3. Und ja, ich habe eine kleine Ankündigung hier zu machen. Ich habe es ja im vorigen Cast schon erwähnt, dass ich ja diese Woche, wenn ihr das Video seht, diese Woche Urlaub mache. Und ja, ich werde leider nicht die Zeit finden, alle Videos vorzubereiten für die Woche. Das heißt, ich werfe den Plan ein bisschen um und mache es jetzt so, dass ich komplett die Replaycasts pausieren werde bis zum 3. September. Ab dem 3. September geht es dann wieder wie gewohnt weiter. Und in dieser Woche werden einfach die Livestream-Videos durchgeprügelt, dass wir die dann auch weg haben. Und dann können wir in den regulären Betrieb wieder übergehen. Dann hat auch die Content-Flut mal ein bisschen ein Ende. Und dann geht es wieder mit den normalen Replaycasts weiter. Wie gesagt, ich komme leider nicht dazu, die ganzen Videos vorzuproduzieren. Habe leider nicht die Zeit. Und somit, ja, muss ich halt den Plan ein bisschen ändern. Ich hoffe, das ist für euch okay. Dann gibt es halt eine Woche keine normalen Replaycasts. Es gibt trotzdem StarCraft 2 Videos, natürlich die StarCraft Boot War Videos, die fallen aus. Aber eben danach geht es weiter und das ist eine Woche. Also ich denke, es ist verkraftbar. Ich hoffe, es ist verkraftbar. Ja, aber zu unserem Match, wie man sieht, wir haben eine Reaper-Expansion gegen eine Gateway-Expansion into Stargate. Zest wird hier vermutlich ein schnelles Oracle spielen. Die Probe hier von ihm ist auch noch kurz am Durchscouten. Hat den Reaktor gesehen, versucht hier nochmal ins SCV zu bekommen, aber keine Chance. Reaper kommt zurück, kümmert sich darum. Thema erledigt. Und damit haben wir auch den ersten Kill des Spiels. Aber beim Protoss ist bereits der erste Adapter, heißt dieser Reaper. Beim Protoss kann er nicht viel erreichen. Natürlich, der Adept setzt sich von Zest auch in Bewegung. Der läuft hier gerade über die Karte. Will hier also gerade selber die Scouting-Tour erledigen. Wir haben hier einen Reaktor dran. Wir sehen den 211 von Hero Marine. Doppel-Rex, dann Factory und dann Starport. Das heißt, es gibt viele Marines. Und dann auch ein Medivac. Diese zwei Medivacs und dann gibt es einen Doppeldrop, mit dem man starten kann. Ist ein relativ starkes Timing. Aber Zest, der wird das auf jeden Fall sehen. Denn bei ihm kommt das Oracle. Da ist Scouting überhaupt kein Thema. Und natürlich auch Hero Marine muss aufpassen, dass seine Defense richtig schätzt. Und deswegen, dessen Adept ist nochmal reingesprungen hier in die Terraner Edge, weil er kriegt hier nochmal einen Marine. Aber das hat sich nicht gelohnt. Ein Marine für einen Adept. Da ist der Adept wesentlich teurer. Der wollte jetzt nochmal versuchen reinzukommen in die Mainbase. Aber wie man sieht, Zest hatte da keinen Erfolg. Hat nichts gesehen. Aber wir haben ja dafür das Oracle beim Protoss, das hier fröhlich scouten kann. Ja, Darkness Sanctuary ist eine recht große Map. Man braucht so diagonal ziemlich lange, um beim Gegner zu sein. Wenn das ein Hero Marine, er weiß übrigens noch gar nicht, wo sein Gegner gespawnt ist. Das muss er jetzt hier gerade erledigen mit dem Reaper. Sieht, okay, hier ist nichts. Er wird dann Zest auch finden. Das heißt, Hero Marine hat momentan überhaupt keine Ahnung, was eigentlich beim Protoss abgeht. Dementsprechend Verteidigung gegen ein Oracle. Ich meine, er hat Marines. Aber das Oracle erstmal geht ran an den Edge, macht den ersten Kill, macht auch gleich den zweiten. Marines kommen jetzt hier mit dazu, das Oracle hat ein bisschen Energie verloren. Das Mule ist gerade so rausgetimed und das Oracle, es hat das Mule auch gekillt. Das hat drei Kills, fällt mir gerade auf. Tote Mules werden nicht aufgezählt, weil die Einheiten, die nur Energie haben, zählen hier nicht mit dazu. Ja, Zeit des Oracle auch mit dabei, drittes Oracle wird gebaut, das heißt, dreht hier ordentlich auf und geht auf eine dritte Basis. Dann hat die ganzen Oracles hier. Ja, und die Marines gegen zwei Oracles haben sie Probleme, da reichen die Marines nicht mehr. Die Oracles nehmen jetzt hier auch ein bisschen Schaden, nehmen nochmal ein SC mit, aber da geht einiges in Point Damage auch drauf. Das Oracle runter auf die Hälfte seiner Lebenspunkte. Auf der anderen Seite, der Reaper ist, glaube ich, efforts in Verderben gefahren. Ja, wir schauen mal kurz noch in die Vision von Hero Marine, was er denn hier eigentlich gesehen hat vom Protoss. Er hat die Mainbase ausgescoutet, er hat das Stargate gesehen und die Gateways, aber vom Stargate wusste er eh schon. Ich meine, er hat die Oracles gesehen. Und wir haben jetzt hier den nächsten Tag. Es kommt ein Phoenix mit dazu und dann auch eine Twilight Council, dritte Basis unterwegs für Zest. Natürlich Worker-Vorteil hat er, aber er hat auch fleißig Arrest. Dementsprechend gehört ihm sowohl der Encamp Advantage als momentan auch der Army Advantage. Die Marine wollte jetzt seine Medivacs losschicken, hat aber die Marines noch nicht mit eingeladen. Natürlich, er ist getaggt, das heißt, Zest weiß sowieso immer, wo die Medivacs gerade sind. Und auch wo die Marines gerade sind, denn ein Marine ist auch noch mit getaggt worden. Jetzt ist der Tag abgelaufen. Er wird eingeladen, aber sofort hier fliegt Hero Marine in die Oracles, möchte die jetzt jagen. Mit dem Stim natürlich.
Aber Oracles sind einfach zu schnell, da kommt der nächste Attack. Drei Oracles reichen einfach, um konstant den Terraner zu überwachen. Das heißt, hier Marines, 16 Marines mit den 2 Medivacs. Das Timing wird nicht mehr so stark sein. Seth hat den vollen Plan, wann das kommt und woher das läuft. Und die Protoss Army hier, paar Adepts, paar Salets. Da kommt eine Forge mit plus 1 Armor. Wir sehen Charges in der Forschung. Wenn das in Here Marines kommen, auch wichtige Upgrades mit plus 1 Infantry Weapons, mit Concussive Shells und dem Combat Shield Upgrade. Also die Bio wird gleich auch nochmal einen Power Spike kriegen. Mal sehen aber, wie viel hier Marines wirklich an dieser dritten Basis anrichten kann. Seine Army ist gerade nicht getaggt. Die Protoss Army läuft hier auf Low Ground. Und eine Stalker. Okay, ne. Ist zwar ein bisschen weit vorne, aber wird hier nicht dafür bestraft. Hier Marines zieht sich da lieber nochmal zurück. Hat jetzt hier natürlich auch die dritte Basis gesehen. Aber was kann er dagegen machen? Er schickt weiteres Reinforcement dran. Wie man sieht, da kommen 2 weitere Medivacs. Können die hier genügend Army Supply ranbringen, um den Protoss unter Druck zu setzen? Denn hier natürlich, er ist in die Economy ein ganzes Stück hinten. 3 Nexus, 3 schnelle Nexus mit Chrono Boost. Da ist der Probe Count halt auch ziemlich massiv. Da kommt der Scan auf die Protoss Army. Da ist eine Sentry. Das sind ein paar Salets. Die haben hier momentan Charge mit drauf, aber noch kein Arm Upgrade. Die Infantry hat hingegen plus 1 Attack und da geht das Kiting durch. Hier, da werden die Phoenix rausgekommen. Healing macht hier bisher einen ziemlich guten Job. Die Protoss Army hat hier Probleme, sich zu behaupten. Und mal die Air Army kommt mit dazu, aber die Oracle wird auch mit rausgesniped. Damit sind es nur die Phoenix. Phoenix werden gefokust. 2 sind down. Weiteres Reinforcement kommt. Props werden mit reingezogen. 5 sterben schon mal. Guardian Shield ist gezündet. Das hilft natürlich aus, um den ganzen Schaden der Marines zu negieren. Aber Salet charge trotzdem nochmal vorne. Phoenix werden nochmal hier dezimiert. Und Hirin ist gerade im Laufen. Der wird hier die Medics verlieren. Die Phoenix jagen da fleißig hinterher und die Biog damit kann auch nicht mehr wirklich großartig stimmen, weil sie halt nicht mehr geheilt wird. Versucht jetzt einfach wegzulaufen. Hirin wartet auf sein Reinforcement, da kommt auch Reinforcement dazu. Die Salets jetzt hier charge nochmal ran. Die Biog kitet weiter nach hinten. Die Phoenix immer noch machen guten Job, liften immer wieder einzelne Einheiten. Und Hirin versucht hier mehr Reinforcement zu kriegen, versucht hier panisch zurückzulaufen, sich neu zu gruppieren. Und Zest hält erstmal diesen Push, aber er hat ein paar Worker verloren. Er hat auch ein paar teure Einheiten verloren. Wie man sieht, die Oracles sind down, 4 Phoenix sind gestorben. Ansonsten sehr viele Salets, die den Schaden weggetankt haben. Aber damit die Air Army von Zest ist nicht mehr wirklich beeindruckend. Er hat 3 Phoenix, baut jetzt nochmal einen 4. mit dazu. Er geht gerade aufs Templar Archive auf plus 2 Armor und plus 1. Er geht auf plus 1 Flyer Attacks. Oder plus 1 Air Weapons, wie es so schön heißt. Das ist eine interessante Entscheidung. Also, er will hier die Lufteinheiten tatsächlich behalten. Ist gegen den Terraner eher unüblich. Natürlich, man kann damit die Medivacs snipen, was ja ganz schön ist. Aber das Problem ist einfach, dass die Phoenix trotz allem nicht so viel anrichten können. Die Marines prügeln sich auch schnell durch Phoenix durch, das ist gar kein Problem. Haben wir auch gesehen, 4 Phoenix sind bereits gestorben. Wenn das dann wie hier Salets drin in der dritten Basis, das ist ein Problem gerade für ihn, aber er schickt sein Reinforcement dran. Und währenddessen entbrennt hier schon der nächste Fight. Da ist Concussive Shells mit drauf, das heißt, die Salets können besser gekitet werden, wie man sieht. Hier kitet sich schön nach hinten, nimmt nochmal einen weiteren Salet mit raus. Die Phoenix helfen jetzt nicht wirklich viel, auch der Salad an der dritten Basis wurde geklärt, aber da warten noch weitere Salads hier. Es ist ein langsamer Warp in Pylon, aber es ist ein wichtiger Warp in Pylon. Wenn es noch Adepts werden losgeschickt, aber die canceln ihren Shade. Und hier Marine, ja, er wird gleich nochmal wesentlich mehr Probleme kriegen. Er wird das sogar sehen. Dieses Supply Depot ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Damit kriegt er mit, dass hier ständig Salads rumstehen. Und das sollte ihm verraten, dass es hier... Ah, nein, die werden nach hinten gezogen. Aber was heißt das? Nicht sicher, warum er seine Salads nach hinten zieht, aber es war die richtige Entscheidung, denn hier Marine damit... Weiß noch nicht, dass sie Salads sind, aber er wird sie frühzeitig sehen, dadurch, dass das Supply Depot ist, fungiert das auch als Scout. Kann also frühzeitig weiteren Salad Harassment scouten. Hirin geht auf eine vierte Basis, Seth geht auf eine vierte Basis, man sieht aber auch die große Distanz der Karte. Da sind die beiden eher darauf fokussiert, ihre Economy noch weiter auszubessern. Und wir haben zwei Upgrades beim Terrano unterwegs, genauso wie plus 1 Ship Weapons. Und da geht's ran mit den Salads, da ist das Supply Depot gecrashed worden und sofort, ja, Hirin kann reagieren eben. Das ist so viel Abstand, wenn das eine Marine scoutet hier fröhlich durch. Hat hier den einen Pilot nicht gesehen, aber er wird vermutlich, der Marine läuft ein bisschen komisch durch die Gegend, er wird das nicht scouten. Und ja, Seth baut mehr und mehr Pilots, er richtet sich hier so einen Ring an Warp-In-Punkte. Währenddessen hat er seine eigene vierte Basis, baut immer noch Phoenix, also die Phoenix-Flotte hier, 8 Stück plus 1 Attack mit drauf. Die Medivacs werden hier nicht lange leben, die 6 Stück, aber die Marines können trotzdem sich mit den Phoenix anlegen. Es ist noch kein Storm da, also es ist momentan nur High Templar für Archon verwendet worden. Und wir haben eine fünfte Basis bereits für Zest unterwegs, aber auch hier Marine mit seinen 4 Basen, mit seinen Mules, die er hier hat, kann da ordentlich was an Geld reinschaffeln. Die Salets warten immer noch auf ihren großen Einsatz.
Und die Protoss Army ist jetzt hier in der Mitte der Karte mal stationiert. Upgrade-Situation, plus 2 Armor, gleich 2-1 für den Protoss gegen 2-2 gleich vom Terraner. Plus Ghosts, die gerade noch mit dazukommen. Diese Ghosts sind schon da, es kommen noch mal ein paar mit dazu. Und wir haben jetzt hier wieder den Zealotron bei, der loslegt hier. Ein Marine wird das scouten. Und wird dafür auch mit dem Leben bezahlen. Hier Marine, er läuft jetzt hier gerade ran an den Watchtower. Der Watchtower gehört hier selbst. Und da kommt eben die Reaktion auf die Zealots Bunker. Wurde hier auch noch gerade noch gebaut. Marine stimmen ran. Und mit dem Bunker und dem Building Placement sollten die Zealots hier nicht so viel zu melden haben. Wenn die wirklich nochmal das Harassment versuchen. Trotzdem, Zealots Map Vision ist wahnsinnig gut, wie man sieht. Und er sieht jetzt hier auch die ganze Bio. Die stimmt jetzt hier mal ran. Jetzt Watchtower wird kurz von hier in Beschlag genommen. Das heißt, er sieht jetzt auch, wo das ganze Terran, das ganze Protoss-Zeug ist. Und die Phoenix jetzt hier gehen einfach ran. Aber die EMP landet auf den Phoenix. Die Phoenix müssen jetzt hier ein bisschen weiter wegfliegen, versuchen zu liften. Aber da ging sehr viel Damage raus an den Protoss. Da Schilde alle down. Die Bio versucht trotzdem nach hinten zu kiten. Die Medics geben ihr alles, um das alles hochzuheilen. Die Bio hat Probleme gegen die ganzen Zealots. Das sind halt riesen viele Zealots. Es kommt noch das Zealot Reinforcement auch mit dazu, das ursprünglich die dritte Basis besetzen sollte. Und die Bio versucht sich hier zu retten. Hier ist keine BF an der dritten Basis. Die BF ist an der vierten. Die könnte nochmal wesentlich aushelfen gegen die Zealots. Und Jimlin, er hat zwar einige Einheiten wieder vom Protoss rausgenommen, aber er ist im Supply mehr abgefallen. Ghost Count ist auf 3. Nochmal 3 neue werden gebaut. Wir sehen, wer das sind. Auch Dark Shrine wird gleich fertig für Zest. Plus 3 Armor kommt mit dazu. Kimrin, er hat 2-2 auf seinen Einheiten. Und natürlich immer noch die Macht EMP. Nein, die Ghost wird geliftet. Kann also keine EMP setzen. Trotzdem weitere Ghosts sind hier mit drin. Hinten drin in der Army. Geht nochmal die EMP mit raus. Die Terran Army rennt weiter und weiter nach hinten. Zest drückt sich hier einfach an. Die Zealots starten völlig nach vorne. Da wird das Command Center geliftet. Die SCVs soll mit reingeschoben werden, um die Zealots zu blocken. 10 SCVs bereits gestorben. Da kommt die Enforcement auch mit weiteren Ghosts hier gerade aus der Natural raus. Da stirbt nochmal Ghost. Ist einfach gerade ins Verderben gelaufen. Und er kann sich hier nicht ganz halten, er wird hier weiter und weiter zurückgedrängt. Er versucht mal irgendwie diesen Fight wieder rumzureißen und die Zealots chargen hier einfach fröhlich durch alles durch. Ich meine, die Zealots hier waren noch ein bisschen in die Engstelle getrieben, starben noch mal einige Zealots weg und es sieht so aus, als ob Hearing gerade so seine Mainbase irgendwie halten könnte, aber seine Natural wurde schon komplett belaufen. Da kommt der nächste Warp in. Die Phoenix nehmen nochmal ab hier, werden nochmal ein ganzes Stück weit gesniped. Die Wall hilft hier immer noch aus gegen die Zealots, aber trotzdem Hearing, er hat 27 SCVs verloren. Ist rund auf 100 Supply und Zest währenddessen, er hat 120, aber er hat eine große Bank. Das ist bei ihm tatsächlich häufiger der Fall, dass er einfach sein Makro in Fights komplett vernachlässigt. Jetzt kommt der nächste große Warp und wie man sieht, 10 Stalker, dann ist die Bank auch mal wieder weg. Und damit ist er jetzt auch 40 Supply vorne. Der Zealot hier drüben macht noch völlig Action. Der Bunker ist noch da, aber der hilft ja auch nicht viel gegen so viele. Zealots Ghost Academy wird hier runtergeschossen. Und Hearmin kann ich hier nochmal fighten, gleich ist noch plus 3 Armor auf den Zealots mit drauf. Das heißt, die sind noch schwerer zu töten für die ganzen Marines und Marauder. Und es geht einfach weiter wieder Richtung Mainbase vom Terraner. Die Bio, wenn das hier unten hat, zumindest mal das Harassment abgewehrt. Hearmin runter auf 51 Worker. Er hat nun ein ordentlich starkes Army Supply. Seine zweite Basis ist hier gerade hart unter Feuer. Und die wird das ja auch nicht überleben, die Stalker plus die Phoenix. Zu viel Damage, auch die Supply Depots werden ja alle rausgerissen. Hearmin hat noch sehr viel Supply frei und er versucht jetzt hier zu fighten. Zealots sind nicht mehr viele da. Und die Stalkers sind ein ziemlich weicher Kern an Army. Die können nicht so gut fighten. Das heißt, Hearmin jetzt hatte hier die Chance, die Protoss Army zu crushen, heidet sich jetzt hier auch rein, will da unbedingt die ganze Army zerreißen. Die Phoenix sind auch noch in der Luft, kümmert sich gerade um die ganzen Medics und die Phoenix werden jetzt hier alle rausgeschossen. Die Stalker fliehen hier nochmal von der Situation weg, aber es ist vom Protoss Army auch nicht viel übrig, aber trotzdem, Hearmin hat hier einiges verloren. Das heißt, hat immer noch viel, viel mehr Income die ganze Zeit, weil man einfach sieht, Hearmin, er hat quasi eine komplette Basis verloren. Und muss jetzt nochmal neu nehmen, er hat auch einiges in Work verloren. Army Supply Damage, wie man sieht, da hat Hearmin gerade nochmal einen richtig schönen Trade gemacht, eben sobald keine Zealots mehr da sind. Und die Stalker alleine sind halt keine tolle Einheit. Die haben auch, glaube ich, doch, die haben Blink. Aber es sind halt Stalker. Stalker sind sehr, sehr leicht zu besiegen, wenn man ein paar Marauder mit in der Army hat. Und Stim mit dabei. Das haben wir jetzt hier auch gesehen. Die Stalker wurden einfach nur zerrissen. Und somit, Zest versucht hier mit nochmal weiterem Harassment. Das Mistletoe sollte das hier sehen. Hearmin pusht über die Karte. Natürlich, er will jetzt irgendwie auch Konterschaden machen, solange der Protoss noch geschwächt ist, solange er so viel Army verloren hat. Und die Stalk hier harassen ein bisschen. Aber Marauders sollten damit wenig Probleme haben. Die PF hilft hier auch aus. Der Blink kommt nach hinten. Medivac, das Warpress müssen wir dabei, wenn das Medivac startet, in Drop Richtung 5. Basis. Hearmin weiß noch gar nichts von den ganzen Basis, oder von der 5. Basis, die es erst hat. Die wäre so easy angreifbar, aber Hearmin weiß ja nicht, dass die da ist, wenn das nicht Stalk hier wurden vertrieben, wurden gesaved durch das Warpress. Und es geht hier mal noch kurz an die Rocks, die waren aufgemacht. Protoss Army, wieder mehr und mehr Zealots, wie man sieht. Da der Drop ist drin an der 4. Basis, da kommt der Boost. Da geht's weg, wenn das in die nächste Armee geht auf die dritte. Und Hearmin versucht jetzt an mehreren Fronten Action zu machen. Da ist das Templar Archive. Da könnt ihr mir das Templar Archive aufnehmen, bevor Storm da ist. Und das wird hier auch down gehen. Storm wird hier nicht fertig werden. Das wird die Night. Und hier gehen nochmal mehrere Pinance down. Die Basis ist einfach komplett aufgerieben. Mehr Bio kommt hier über die Karte. Und Zest jetzt auf einmal. Da hat er einen Schwachpunkt.
und wird jetzt hier an mehreren Ecken auseinandergenommen. Der Drop geht nämlich hier in die Mainbase und auch hier ist keine Army momentan stationiert. Alles steht hier an der vierten Basis. Wenn das ein Hero Marine, er steht hier kurz vor der Natural und man sieht es in der Mainbase, geht es zur Sache. Die Props sind einfach nur geopfert. Das Swapperson hilft ja auch nicht mit seinen paar Templern, die keinen Storm haben. Also das kann überhaupt nichts tun. Der Snipe auf Storm war hier gerade mega wichtig für Hero Marine. Kriegt jetzt hier auch nochmal einen Templar mit raus. Aber Storm ist eh nicht da, währenddessen geht hier das Engagement los, kann Yumi ihn fighten gegen die ganzen Zealot Sentries. Ja, aber da ist es, die Zealot Sentry Army ist jetzt auch nicht zu mega geil. Liberator ist jetzt ja auch mit dabei für den Terraner. Währenddessen hier noch ein kleiner Trupp an der vierten Basis, vierte Basis hat auch genommen. Zest verliert an allen Ecken und Enden Gebäude. Also jetzt hier macht Yumi richtig viel Schaden und da kommt das GG auf von Zest und Yumi macht hier das 1:0. Da war es erst zu übermütig im Engagement und der Konter hat ihn dann hart getroffen. Kein Storm war da, dieser Storm war zu spät angedrückt worden, wurde dann gesniped und ohne Storm hatte Zest hier überhaupt nichts mehr zu tun, sondern einfach nur noch an jede Ecke verloren. Schön gemacht von Yumi, damit holt er sich das 1:0 in diesen Best of 5. Und Zest, wie man hier auch sieht, massiv Overmint. Klassischer Zest. Der hat da wirklich ein Problem. Er ist trotzdem ein sehr starker Spieler, aber irgendwie immer, wenn es ans Zweiten geht, fängt er an, richtig krass Overmints zu sammeln. Auch schön noch kurz plus 4 plus 2 Attack. Ja, die fünfte Basis ist dann noch am Leben geblieben, aber keine dritte, keine vierte. Economy-Situation ist da gerade Stück für Stück gefallen und eben, ja, Army Supply. Da hat Hero Marine dann ordentlich aufgetrumpft und sich damit die erste Map geholt. Und wir gehen in Map Nummer 2. Map Nummer 2, das ist hier Acid Plant. Und wir haben ähnliche Openings, beziehungsweise gleiche Openings würde ich, na, nicht ganz. Terraner ist es ein 1-1-1 tatsächlich. Hero Marine dieses Mal nicht mit der Doppel-Rex, sondern Factory kommt direkt nach der ersten Barrex, kommt noch ein Reaktor mit dazu. Also 1-1-1 wird hier gespielt. Heißt natürlich, der Tech ist schneller da, man hat früher Zugang zu Cyclones, Widow Mines und natürlich auch Lufteinheiten. Man kann aus dem 1-1-1 schön eine Banshee rausspielen, wenn man das möchte. Oder eben einen Widow Mine Drop. Man kann theoretisch auch einen Raven bauen, wobei das gegen Protoss eher unüblich ist. Und natürlich auch Liberator Harassment ist eine Option, die man hat. Eben, man sieht, der Starport ist jetzt bereits unterwegs und auch bei Zest gibt es was anderes. Es gibt eine Gateway Expansion, aber als Tech wird dann die Robotics Facility gewählt. Wir haben jetzt hier natürlich trotzdem Adepten unterwegs. Es wurde auch ein zweiter Adept gebaut und der Reaper kann natürlich gegen Adept kann er nicht viel machen. Weicht jetzt hier auch schön aus. Es muss ein bisschen mehr Reinforcement dazukommen, gerade für den Terraner, bis er diesen Adepten schlagen kann. Aber es ist glücklicherweise für ihn kein SCV gerade in der Gegend. Und somit der Adept hat er gerade... Ne, hat den Shade gecancelt. Dachte mir gerade, kam der gerade in die Mainbase. Aber nein, der Adept jetzt hier wird ein bisschen beschossen. Aber ist trotzdem noch stark genug, gerade damit er nicht gejagt wird. Und wir sehen direkt hier ein Warp Prison für Zest. Also er will da ziemlich schnell aktiv werden. Hat hier auch mehrere Gateways noch gerade gebaut. Das heißt, da wird es einen ganzen Schwung an weiteren Einheiten geben, die dann den Terran unter Druck setzen. Naja, Warp Prison ist sofort da. Und wir haben bei Hiramin gerade ein Tech Lab am Starport, das heißt, hier könnte eine Banshee kommen, wenn er das dann möchte. Und wir haben jetzt hier Adept Nummer 1 und Adept Nummer 2. Adept Nummer 1 nimmt schon sehr viel Damage an den ganzen Marines. Jetzt hier zwei Adepts gegen die ganzen Marines. Aber es kommt natürlich auch Stück für Stück mehr Marines. Erster Marine geht jetzt hier down. Und jetzt, das war jetzt die erste tote Einheit in diesem Spiel. Und da kommt die Banshee. Ja, und es geht hier jetzt ran mit dem Warp-Prison. Das wurde gerade auch schon gesehen von Hero Marine. Er weiß jetzt, dass das Ding da ist. Und da kommt der Warp-In erstmal ein Stalker. Also ein bisschen Belagerung wird sie geben, da kommt jetzt auch ein Bunker zur Sicherheit. Es ist ein Cyclone und eine Widowmine dabei. Und die können natürlich gut aushelfen in diesem Engagement. Wobei die Widowmine nimmt schon sehr viel Damage, wird jetzt hier gefokust. Die Widowmine, nein, sie bleibt leider am Leben. Die Einheiten werden hier nochmal eingeladen, aber sofort der erste Adept ging hier down. Bunker wurde nochmal gecancelt, Widowmine wird eingegraben. Und hier sollte erstmal soweit safe sein. Der Cyclone möchte nochmal ran hier ans Warp Prison. Und Warp Prison warpt jetzt hier nochmal rein. Observer ist hier auch mit dabei. Es gibt mehr Stalker hier, der zeigt dann, naja, lebt sehr gefährlich und versucht jetzt hier auch zu fliehen. Adept shadet auch nochmal ein bisschen mit ran, aber wird nicht mit nach vorne gezogen. Währenddessen werden Immortal produziert und jetzt Stalker gegen die Bio-Cyclone-Army hier. Marine-Cyclone-Army, aber erste Banshee ist fertig geworden. Banshee fliegt auch schon über die Karte, trotzdem hier wird hier einiges an Stress abkriegen. Da kommt die Widowmine, löst die aus, knallt einen Stalker aus dem Leben. Aber auch die Widowmine stirbt dafür. Und es kommt der nächste Warp-In. Hiramin hat eigentlich den ersten Siege-Tank und der kann hier richtig gut aushelfen. Der darf jetzt natürlich nicht gesniped werden, wird jetzt hier aufgeklappt und der schießt jetzt hier schon mal auf die Stalker. Trotzdem, die nehmen hier nochmal das Supply-Depot raus. Panzer ist nicht in der besten Position. Vielleicht wäre der High-Ground sinnvoller hier gewesen für Hiramin. Aber er hat ihn jetzt hier auf dem Low-Ground und jetzt in der besseren Position. Trotzdem, Warp-Prism kann immer noch die Einheiten in die Mainbase verfrachten. Währenddessen ist Hiramin's Banshee unterwegs. Cloak ist auch mit drauf auf der Banshee.
Zwei Banshees sind sogar unterwegs. Die erste fliegt jetzt hier gleich in die Natural World. Die zweite fliegt gerade aus dem Mainbase raus. Wenn das in die Observer wird, in der Mainbase gejagt, wird auch gesniped. Jetzt Banshee ist hier an der Natural. Und da gibt es einige tote Probes, wie man sieht. Von Zest gerade keine Reaktion. Er hat halt auch nichts an Einheiten da. Es kommt kein Recall. Nichts momentan, sondern er flieht einfach Stück für Stück seine Worker. Yurin macht da ordentlich viel Damage. Währenddessen ist die zweite Banshee auch unterwegs. Trotzdem, es geht jetzt hier rein mit dem Warblissen. Der versucht jetzt hier den Terraner zu brechen. Panzer schießen vorhin mit drauf. SCVs werden mit reingezogen. Erster Tank ist bereits da. Der Mortal hat da sehr viel Damage gemacht. Der zweite Panzer, der bleibt erstmal am Leben. Der ist wichtig hier für den Marine. Versucht jetzt hier irgendwie die Sache zu managen. Aber nein, er hat auch 12 SCVs verloren. Marines gehen hier ran ans Warblissen. Warblissen wird ziemlich low. Warblissen geht jetzt hier auch down. Der Panzer ist mega low. Und hier kann es momentan Heroin nicht brechen. Aber er kann die Net schon nochmal weiter resten. Denn die Army von Heroin steht gerade komplett in der Mainbase. Adapt Shaden nicht rein. Wird gecancelt. 19 SCVs gehen hier down. Gegen die 17 Props momentan. Die Banshee wurde hier geclearedanscheinend komplett. Ich schau mal noch kurz ins Units Lost Tab. Banshee, eine ging down, die zweite ist noch in der Gegend. Und die Adepts shaden hier nicht. Das ist ein weiterer Mortal mit dabei. Es gibt einen Dark Schwind hier gerade mit dazu für Zest. Und wo zur Hölle ist die zweite Banshee? Okay, fliegt gerade nochmal rüber, wurde zurückbeordert ein bisschen. Wenn das hier das Engagement läuft, noch gut genug für ihn. Der Panzer ist mega low, 2 Hitpoints. Einmal anhusten und der fällt auseinander. Aber nein, er wird repariert. Trotzdem, Zest wird hier nachlegen. Nächstes Warprism kommt, genauso wie eben der Darkschwein. Und hier Marine, er hat keine eBay, wenn ich das richtig sehe. Nein, keine eBay da. Und er hat 3 OCs. Dann heißt, Scans wären möglich. Da kommt die eBay. Aber die kann er eventuell Zest sogar nochmal snipen. Wenn er ein bisschen rankommt. Denn das ist die Banshee wieder unterwegs in der Mainbase. Observer ist in der Gegend. Stalker ist auch mit in der... Nee. Banshee nimmt hier ein bisschen Schaden. Nächste Stalker sind mit dabei. Und diese Banshee wird das nicht überleben, denke ich, oder? Doch, kommt sogar darauf. Das war knapp. Die Range war gerade so außerhalb. Trotzdem, die Stalker jagen da weiter hinterher. Der Observer klebt hier an der Banshee. Und die ist schon ziemlich low. So viel wird die nicht mehr erreichen. Warprism ist unterwegs. Da gibt es DDTs. Und Heroin, er baut die Missile Turrets. Das ist mega wichtig für ihn hier. Trotzdem, das wird nicht einfach für ihn, das zu halten, natürlich. Er hat jetzt hier 2 Siege Tanks, aber wieder ein Warprism mit dabei. Das kann für Probleme sorgen. Es kann eventuell einfach Archons geben. Die sind auch gefährlich. Es gibt weitere Missile Turrets hier. Und das Warpissen fliegt jetzt mal rein in die Mainbase. Das werden die DTs ausgeladen. Snipen jetzt einfach mal ein paar Marines. Da kommt der Scan, aber da kann man die DTs easy safen. Und Zest hält hier Chemin weiter unter Druck. Geht währenddessen auf eine dritte Basis. Die Banshee kann sich hier nichts erlauben. Wird weiterhin vom Server verfolgt. Die Stalkers sind in der Nähe. Und die Banshee, ja, versucht ranzukommen. Aber nein, Detection ist sofort da. Also sie überlebt nochmal hier. Chemin hat Glück mit seiner Banshee. Und jetzt haben wir hier gerade den Move-Out vom Terraner. Und da kann Zest gerade nichts tun, außer sich zurückziehen. Er versucht jetzt die DTs wieder reinzubringen. Hat die auch drin in der Natural, weil es geht hier auf das Missile Turret. Das wird hier auch gesetzt. Missile Turret ist down. Ein Scan kann gesetzt werden, aber es ist immer noch das Hopper mit 5 SCVs sterben plus das Missile Turret. Zest macht hier richtig Action mit den DTs. Himin hat Probleme, das zu verteidigen. Ist natürlich nicht ganz einfach. Das Hopper kann die so oft safen. Und somit Himins Workaccount auf 44. Er hat auch eine dritte Basis unterwegs. Und wir sehen, von Zest kommt einfach direkt die nächste Welle. 5 weitere Gateways werden gleich mit dazu stoßen. Das heißt, die Production schießt nach oben für den Protoss. Das hat eben auch die dritte Basis. Das heißt, das Geld hat er dann auch dafür. Kann da einiges an Sellets reinwerfen. Wir haben jetzt hier den Doppeldrop unterwegs von Hero Marine. Aber das schwächt natürlich sein Army Supply zu Hause. Wie man sieht, die Panzer sind quasi ohne Support. Und da ist ein Immortal mit dabei. Und eben jetzt hier auch 2 Archons. Das heißt, hier wird Hero Marine in seiner Natural überrollt. Das heißt, dieser Trupp hier muss genügend Schaden machen. Außer Zest recallt unter Umständen. Aber nein, Zest läuft einfach rein. Man sieht, die dritte wird einfach auseinandergerissen. Währenddessen aber auch der Terraner wird dann sein eigener Natural auseinandergerissen. Die 2 Panzer halten überhaupt nichts aus. Die T ist auch mit dabei. Und jetzt geht es hier einmal rein an die Natural, einmal rein in die Mainbase. Die Aquats, Mani und guten Job können aber vom Warpism gemichelt werden, werden sie hier auch. Und die SCVs werden gezogen, die Natural hier brennt. Dieses plus 1 Infantry Weapons kommt hier nochmal durch. Währenddessen wird die Natural ordentlich arrested. Terrana versucht durchzukommen, auch an die Natural des Protoss. Da könnte er, ja, da ist ein DT mit drin. DT cleart hier Stück für Stück den Drop, das ist gefährlich für ihn. Er kann nochmal seine Mainbase hier halten, der Mortal gibt hier nochmal alles. Es sind nicht so viele Einheiten vom Protoss. Beide fliehen massiv viele Worker. Da kam der Scan auf den DT. Die Team wurde jetzt hier auch geklärt, die Pops wurden gezogen, heißt beide jetzt hier in einer quasi Base-Situation. Und das sollte eigentlich besser sein für Humarine, wenn er hier den Base-Trade durchzieht. Und wir sehen, da gehen aber die Supply-Depots down, gerade von Humarine. Seine Army steht noch immer in der Main-Base, die Natural ist hart unter Feuer. Die dritte Basis meint allerdings, nein, nicht wirklich für Humarine. Er hat da die SCVs nicht im Blick. Und die Natural wird gerade abgekommen, denn das sind der Terraner versucht in die Main-Base zu kommen. Aber das sind mehr Einheiten, das sind mehr DTs, die Adapts und die Pops haben mit reingezogen. Humarine kann die Main-Base vom Protoss hier nicht brechen. Ja, dessen versucht Zest hier immer noch durchzustoßen. Und da ist das Reinforcement, das versucht zu fighten. Jetzt kommt auch der nächste Warpman. Die Natural brennt ziemlich krass.
Und da kommt der Shade und die Wall ist offen. Das heißt, das kann gleich mega gefährlich werden. Die Bio ist angestimmt, hat keine Medivex mit dabei. Wenn das nur Medivex aus der Mainbase von Protoss haben sie sich verzogen. Und jetzt hier, Heroin muss irgendwie verteidigen. Also seine Einheiten haben hier Probleme. Swap ist liefert auch nochmal Support nach oben. Das nächste zum Bleidebuch geht hier noch down. Und Liberator versucht hier alles, wird gefokust. Der Liberator geht hier down. Der Liberator ist down. Damit SCVs fighten gegen Adepts und Immortal. Da kommt der nächste Warp in der Swap. Ist lebt noch immer, hat noch immer volle Hitpoints. Und Heroin hat hier nichts mehr in seiner Mainbase. Übrigens runter auf 26 Supply gegen 75 von Zest. Das wird der Ausgleich sein von Protoss. Himin, er kriegt einfach seine Production komplett belagert. Da kommt einfach nichts mehr nach. Der Drop wird hier nochmal ausgeladen. Aber Himin hat in der ganzen Geschichte nur noch 4 SCVs. Heißt, sein Mining ist auch nicht mehr vorhanden. Da wird die Netz schon mal rausgebombt. Das heißt, weiß, glaube ich, noch gar nicht, dass es eine dritte Basis hier gibt für den Terraner. Ne, weiß er nicht. Aber das ist egal, denn er zerstört sowieso alles sein Army-Supply. Himin hat gleich nichts mehr übrig. 20 zu 65 Supply. Und da kommt das GG von Himin. Es ist der Ausgleich durch Zest. Und wir gehen in Map Nummer 3. Weiter geht's hier auf Catalyst und wir sehen von Zest einmal mehr die Gateway Expansion. Interessanterweise hier auch mit seinem Gateway auf dem Low Ground. Und wie man auch sieht, da kam direkt der Salad. Das heißt, da kommt schnelle Einheitenproduktion auf Hero Marine zu. Eventuell nämlich kann dieses Command Center unterbrochen werden. Reaper ist unterwegs, scoutet nach einem Proxy-Gebäude, da ist aber keiner nichts unterwegs. Das ist gefährlich für Hero Marine, weil sein Reaper nimmt jetzt genau einen langen Weg. Somit hat der Salad viel Zeit, die Karte zu überqueren und wird hier auch nicht gescoutet werden. Das Timing läuft... Ah, okay. Wenn der Salad durchgelaufen wäre, es besser für ihn ergangen. Somit wird er hier gleich gefunden werden. Ja, Heroin sieht den Salad. Der Salad kann jetzt hier nicht wirklich viel tun, außer dem Reaper dumm hinterher zu laufen. Okay, Reaper wirft sich nochmal selber durch die Gegend. Trotzdem, Heroin sieht jetzt natürlich, was auf ihn zukommt. Stalker ist jetzt auch mit dabei. Natürlich Reaper gegen Stalker. Das ist kein schöner Fight für den Reaper. Der wird hier ein bisschen Probleme kriegen. Der Salad. Oh, der Salad macht auch noch Damage. Der Stalker braucht noch einen Hit. Hat noch einen Hitpoint, der Reaper. Jetzt geht es eben an das SCV. Undernatural wird hier unterbrochen. Es geht weiter. Einfach mehr Harassment Zeit. Das SCV geht down. Und hier, er kriegt sein Command Center nicht fertiggestellt. Das ist gefährlich. Das heißt, er kann es hier nicht liften. Währenddessen ist der Stalker in der Mainbase. Schießt ein bisschen auf die Gebäude. Zweiter Stalker kommt mit dazu. Reaper startet den Counter-Attack. Das ist gerade eine sehr, sehr unglückliche Situation für Hero Marine. Sein Command Center nimmt mega viel Damage. Und er hat gerade noch nicht die Army, um das zu defenden. Cyclin ist gleich da. Command Center nimmt mehr und mehr Damage. Runter auf die Hälfte. Cyclin ist jetzt hier vorhanden. Der muss jetzt das irgendwie regeln. Erster Marine wird ziemlich beschossen. Erster Marine geht hier auch gleich down. Salad kommt dazu, tankt den Schaden weg. Erster Marine ist down. Es geht hier mit dem Fokusfall nochmal auf den Cyclin. Er wird aber count-repaired. Das heißt, dieser Cyclin sollte das überleben. Der wird ziemlich low. Und hier Marine fehlt hier sein Cyclin. Er verliert den Cyclin. Das Command Center wird Angst weitergestellt. Das kann jetzt hier fliehen, während das hat der Reaper 3 Probe Kills gemacht, bis der erste Stalker sich mal darum kümmert. Also hier auch Counter Damage wurde getan. Und die beiden jetzt hier, ja, traden sehr früh sehr viele Einheiten. Aber insgesamt ist es für Zest hier besser, denn er hat reicht, dass hier Marines zweite Basis nochmal in die Mainbase geflogen ist. Ist immer noch schwer angeschlagen. 800 Hitpoints von den eigentlich 1500, die das Ding haben sollte. Also nur 50% in etwa. Es sind zwar viele Marines jetzt hier, aber Marines gegen Stalker ist immer so eine Sache. Damit möchte man eigentlich nicht fighten. Die Stalker können lange kiten, aber der nächste Cyclin kommt und damit sollte ich ihm eigentlich seine Natural Beschlag nehmen können. Problem ist natürlich, Zest, in dieser Zeit hat er hier seine Natural Stück für Stück besetzt. Natürlich die 3 Probe Kills, die waren sehr unglücklich für ihn und auch der Cyclin wird hier nochmal gefokust. Zest legt hier wirklich drauf an mit seinen Stalkern. Also Zest wäre in der optimalen Ausgangslage, wenn ich hier seine 3 Probes am Leben erhalten hätte, aber das hat er nicht und somit... Heroin sieht nicht so schlimm aus für ihn. Trotzdem, er ist hier hinten. Er hat da einiges an Damage kassiert und wird hier nochmal weiteren Schaden kassieren. Man sieht, die Stalker kiten einfach nach hinten. Nach der Cyclin wird wieder hart angeschlagen. Wird wieder repaired. Und die Stalker machen einfach weiter. Haben eigentlich jetzt wenig Schilde. Und wir sehen, auch Blink kommt bereits mit dazu. Es wurde ein Raven gebaut, wenn das ein Heroin. Er hat sich wieder ein 1-1-1 gegönnt. Und jetzt kommt ein Siege Tank, um sich da mal abzusichern. Wenn der da ist, dann ist erstmal die Natural soweit safe. Aber da sehen wir das Problem. Protoss geht bereits jetzt in die dritte Basis. Zest Economy wird hier einfach explodieren. Mit 3 Nexus mit Chrono Boosts auf die Probes. Da kann man so schnell die Basen saturieren. Mit dessen hat man dann Blink, um mit den Stalker noch ein bisschen was machen zu können. Und Nerobo ist auch schon da, baut den ersten Observer. Also es ist eine sehr gute Ausgangslage hier für den Protoss. Für Zest hier in dieser Map Nummer 3 und auch eine Probe wird bereits rausgeschickt für einen Warp in Pylon. Man sieht, Encamp Advantage trotz Mules liegt beim Protoss, wenn es auch nicht sonderlich viel ist und auch die Army ist ziemlich ordentlich. Tja, was macht Heroin mit dieser Situation? Er hat den Panzer, er hat den Raven, er hat den Cyclone, der Raven natürlich sammelt fröhlich Energie. Es wird Stim erforscht, es kommen weitere Barracks, es wird wieder Bioplay geben und da kommt... ein Reaktor für den Starport. Also der Starport hat das Addon für die Barracks hier gebaut. Also Heroin
fokussiert sich hier sehr oft auf seine Marine-Produktion, versucht da sehr viele Marines jetzt hier aufs Feld zu kriegen. Wenn das sind die Stalker jetzt hier, die Stalker haben Blink. Und wie man ja sieht, Seth geht einfach aggressiv rein, blinkt seine Stalker nach hinten, snipt ein paar Marines raus und wartet jetzt einfach, bis Blink wieder auf Cooldown ist und seine Schild wieder ein bisschen regeneriert sind. Er hat den Observer hier in der Main, das heißt, er kann einfach hochblinken und er blinkt hoch, snipt den ersten Panzer. Er stoppt die Mega schon auch. Der Raven wird hier gefokust, der Raven geht hier auch ziemlich schnell down. Die Autoturrets werden hier einfach ignoriert, bis er jetzt auch sogar gekillt. Der Panzer ist nicht in Range, um hier mitzuhelfen und das Hauptbissen hilft jetzt auch noch in dem ganzen Engagement. Jetzt Blink und Warpress Micro, das ist mega gefährlich für ihn. Er hat die SCVs bereits gezogen, aber er wird da ein paar davon verlieren. Da kommt der Lock-on auf das Warpress, trotzdem die Stalker hier leben noch sehr zahlreich. 4 SCVs wurden dabei geschreddert. Und wir haben jetzt hier insgesamt 7 tote SCVs, viele tote Einheiten. Das sind 3 Stalker gefallen. Und Seth hier. Er war gerade im Supply hinten, weil er wieder mal vergessen hat, Einheiten zu bauen. Gut, man muss das sagen, das ist natürlich Warpin-abhängig. Das heißt, man kann nur dann auch Einheiten bauen, wenn die Warpins wieder verfügbar sind. Das lässt immer die Einheiten bis die Ressourcen nach oben schnellen. Aber da kommt ein mega aggressiver Blink rein auf den Siege-Tank und der Siege-Tank wird gesniped. Warpress hilft jetzt hier aus, die Stalker sind angeschlagen. Es sind nochmal welche gestorben. 2 Stück, aber die Stalker lassen hier einfach nicht locker. Snipen nochmal SCVs, die Marines wollen jetzt hier ran. Aber das Problem ist, oh, das Warpress ist mega low. Das Warpress wird hier auch gesniped. Trotzdem, es sind viele Marines gestorben bei der Aktion. Stim ist jetzt hier durch und die Stalker versuchen hier wegzulaufen, Hatten hier keinen Blink eine Zeit lang. Da sterben jetzt noch einige Einheiten vom Protoss-Sack und die Marines geben jetzt hier alles, um den Protoss hier zu dezimieren. Machen hier auch wahnsinnig viele Kills. Da holt Hiramin wahnsinnig viel raus nochmal aus den Marines mit dem Panzer hier. Und die Stalker. Nur noch 4 sind hier übrig. Das ist für Seth nicht mehr gut genug. Die kritische Masse wurde gebaut. 14 Stalker sind dann doch umgefallen. Ja, da hat Hiramin jetzt einen schönen Fight genommen. Das gleicht die Sache natürlich wesentlich mehr aus. Hat auch gleich plus 1 Infantry Weapons mit dabei. Trotzdem Seth macht wieder die cheesy Taktik. Er holt sich gerade wieder den Darkschwein. Als die Tees Runde 2. Mal sehen, wie Hiramin das dieses Mal verteidigt. Wir haben ein paar Salads noch zu Hause beim Protoss. Ansonsten ist Charge erforscht worden. Ja, Charge ist drauf. Protoss ist ohne Upgrades unterwegs. Das heißt, ignoriert seine Einheit-Upgrades. Er will das hier mit 0-0 Einheiten einfach brechen. Er sieht natürlich, Hiramin ist noch immer auf 2-Base. Hiramin versucht auch gerade nochmal mehr Production zu bauen. 2 weitere Barracks kommen hier mit dazu. Und schickt hier gerade nochmal einen Drop los auf die dritte Basis vom Protoss. Und da ist weniger an Defense. Da kann es da reingewobbt werden. Aber an sich sind die Probes hier ungeschützt. Und da geht es hier zu einem schönen Timing rein und da instant gehen hier die Probes drauf. 5 Stück sind es momentan. Da kommen noch ein paar mit dazu und eventuell kann einfach der Nexus gesniped. Nein, da kommt der Recall. Focus Fire war ja noch kurz einen Moment auf dem Nexus. Salads sind plötzlich da und puff, da geht der erste Marine down. Der Drop jetzt hier wird überwacht und Seth kehrt nach Hause zurück. Trotzdem Hiramin, er kriegt Probleme und sammelt Salads in seiner Mainbase. Noch weiß Hiramin noch gar nicht zum Darkschwein. Der ist fertiggestellt worden, aber es kamen noch keine DTs hier. Liberator jagen gerade das Warprism, aber Liberator macht jetzt nicht den Killer-Anti-Air-Damage, wie man sieht. Es dauert lange. Marines sind ja auch noch mit dazu, aber gegen die Marines kann man notfalls die Salads nochmal ausladen. Und es kommt Stalk-Unterstützung. Wobei der eine Stalker. Ja, nee. Er muss ein bisschen mehr ins Zeug legen, wenn er die Liberator kriegen will. Denn es sind einige Terraneinheiten hier. Marines setzt tatsächlich einen Push an mit seiner Army. Und Seth, was hat er hier? Er hat ein DT unterwegs irgendwo. Läuft gerade rein in die Natural. Missile Turret Fehlanzeige. Es ist ein Engineering Bay da. Es sind keine Scans vorhanden. Da wird gerade die Mühle geworfen von Hero Marine. Oh, das ist so bitter. Das ist mega bitter. Und sofort kommt das GG von Hero Marine. Sieht den ersten DT an seiner Natural rumschlagen und schon hat sich das Thema für ihn erledigt. Oh, das ist so bitter für Hero Marine. Genau in dem Moment hat er die Mühle geworfen, als er die DT hier ankam. Das ist so bitter, das ist das Anti-Timing schlechthin. Und der DT entscheidet damit das Game. So schnell kann es gehen, damit die Map hier ziemlich kurz und Seth geht damit in Führung. 2-1 für ihn hier und wir gehen die nächste Map. Und damit sind wir hier auf Dreamcatcher. Kann hier Marine hier den Ausgleichstreffer erzielen? Seth natürlich ein Matchball. Er braucht noch eine Map für dieses Best of 5. Das hier ist ein Bracket mit Losers Bracket, das heißt, wenn man hier verliert, droppt man ins Lowest Bracket, soweit ich das noch auf dem Schirm habe. Ich glaube, es starten alle im Winners Bracket, die die Gruppenphase überstanden haben. Moment, wir schauen das mal kurz nach. Ja, wir sehen hier gerade der Reaper chillt einfach im Gras, es ist noch nicht viel passiert. Wir sehen bei Hiramin gibt es als Opening den 1-1-1 einmal mehr, Widowmine wird eingegraben und beim Protoss gibt es ein Stargate mit Oracle, heißt hier geht das erste Arrestment los. Adepts bewachen die Kanten gegen den Reaper und mit dem Oracle kommt dann auch mal der erste Schlag von Seth hier.
gerade mal nachschauen. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, in welchem Ecke des Rackets das ist. Aber er ist mir jetzt eigentlich auch. Nee. Wir sind nicht jetzt gerade mit dem Oracle. Da geht's gerade los. Ich kann gerade nicht wegschauen. Ja, Oracle fliegt hier einmal um die ganzen SCVs rum. Und die wird auch mal ist nicht in Range. Die würde mein Schild hier und hat nicht den Radius, um hier auf das Oracle zu kommen. Das Oracle fliegt hier schon im Bogen drum. Zwei SCVs wurden gesniped. Das Oracle kommt hier problemlos weg. Das ist ein bisschen nervig für Hero Marine. Da hat er extra die Widowmine platziert. Die wird jetzt auch direkt an die Kante geschickt. Von wegen, mach du deinen Job mal, Hauptsache irgendwie. Und bei Hero Marine hier, der Reaper ist noch unterwegs, scoutet. Er kommt eine dritte Basis, aber das hat Hero Marine hier nicht gesehen. Wenn wir auf seine Vision gehen, er hat das nicht. Er kann sich das ausrechnen, dass eine dritte Basis da ist, wenn man die Adepts von der Richtung kommen sieht, von wegen, die haben einfach die Umgebung mal kurz geklärt, bis es dann da einen dritten Nexus gibt. Er ist trotzdem, ja, die genauen Informationen hat er nicht. Aber Hero Marine lässt sich davon nicht abbringen, denn er geht gerade auf eine weitere Cloak Banshee. Die beiden haben es schon mit ihren getarnten Einheiten. Wir hatten jetzt schon die Tees in Matches, wir hatten schon die Cloak Banshee in den Matches und jetzt gibt es wieder eine Cloak Banshee. Also sehr viel Unsichtbares in diesem Best of 5. Bei Cest marschieren die Adepts mal über die Karte. Probe hängt hier einfach ein bisschen rum. Dritte Basis kommt für den Terran. Die Wall ist gerade noch nicht vorhanden in der Natural. Da kann man eigentlich problemlos reinlaufen, wenn der Protoss das möchte. Die nächste Banshee wird produziert. Cloak ist da. Und die Banshee ist hier an der dritten Basis. Hat die jetzt auch gesehen. Aber Hume hat die erstmal noch zurückgezogen. Will die erst später verwenden. Seine Banshee. Und dessen die Adepts wollten rein. Aber da kommt die Wall. Er könnte, hätte jetzt hier einfach sogar in die Natural rein. Oh, weil gegen so viele Marines. Nicht ganz toll. Sind ein bisschen zu viele Marines für 3 Adepts. Panzer jetzt hier auch oben auf Micro und trotzdem. Luftflotte wurde gebaut, wie man sieht. Mehrere Oracles. 2 sind es bereits. Plus Phoenix mit dabei. Endet ein bisschen hier an Map Nummer 1. Was Cest hier treibt mit seinem Stargate. Ja. Er liftet den Panzer? Das war ein bisschen Brainlag von Cest, weil. Was bringt es ihm, wenn er den Panzer liftet? Seine Lufteinheiten können eh nicht angegriffen werden. Okay. Interessante Aktion auf jeden Fall. Und die Adepts shaden jetzt hier einfach rein in die Main Base. 3 Stück sind hier plötzlich drin. Währenddessen aber macht Hero Marine Damage mit den Benches. Einmal an der Natural, einmal in der Main. Aber die Oracles sind da. Erste Banshee cloaked. Kann getaggt werden, aber von den Oracles. Ein Phoenix kümmert sich drum. Trotzdem währenddessen hier. Okay, 3 SCVs gerade mal gestorben. Hero Marine klärt das noch relativ effizient. Hat währenddessen mit der Banshee 15 Kills mitgenommen und auch eine Sentry noch erwischt. Und eine zweite auch. Ja, 2 Sentries, 15 Probes. Für gerade mal 3 Probes und da mussten sich 3 Adepts dafür opfern. Also sehr schönes Harassment hier gerade von Hero Marine. Das heißt, hat trotzdem die dritte Basis natürlich. Hat immer noch den Workout-Vorteil. Einfach Chrono Boost und 3 Nexai. Da geht ziemlich viel. Trotzdem, Hero Marine landet jetzt seine dritte, hat da Triple Mule dann gleich zur Verfügung. Also economy-technisch, wie man sieht, es schwingt ein bisschen daher. Es ist trotzdem Protoss-Vorteil, aber nicht sonderlich viel. 450, das ist nicht so tragisch. Lufteinheiten gehen jetzt hier ran, sehen die dritte Basis vom Terran. Und Zest schiebt auch sein Ground Supply direkt mit rüber, baut auch Immortals gerade. Plus 1 Armor kommt mit dazu. Beim Terraner kommt Stim, Combat Shield und plus 1 Attack. Recht spätes Stim hier natürlich, weil die Banshee mit Cloak das Gas gefressen hat. Da war einfach dann kein Gas gerade für den anderen Spaß verfügbar. Ja, Zest selber hat hier Twilight Council durch. Holt sich hier nochmal mehr Gateways. Upgrade technisch hat er Blink und plus 1 Attack. Und geht eben jetzt noch auf das plus 1 Armor. Das heißt, die Stalker, die können einiges anrichten. Ja, das haben wir auch hier in Warp in Pylon. Also da wird es wieder Harassment geben. Da werden vermutlich wieder Salads kommen. Adepts hier sogar. Die natürlich problemlos in die Natural reinkommen. Es ist hier keine Wall. Das heißt, die Adepts springen da entspannt rein. Die Turn Army wird jetzt hier auch getaggt. Damit weiß Zest genau, wo sich Hero Marine gerade bewegt. Und da kommt einfach der Blink rein. Snipe auf das Missile-Turret. Forcefield auch noch kurz. Trifft ein paar SCVs. Und die dritte Basis hebt einfach ab. Fliegt Richtung Wave. Hero Marine, er läuft einfach weiter. Er will hier selber pushen. Jedoch Zest, er hat einen Recoil zur Verfügung. Ja, das macht er jetzt auch. Er recoilt seine Ground-Einheiten an die dritte Basis hier. Und Hero Marine, er versucht hier reinzustimmen. Versucht hier ranzukommen. Versucht jetzt hier zu fighten. Hat natürlich die Marauder. Concussive-Shells und Combat-Shields sind beide abgezündet. Ready. Hero Marine greift gerade komplett im Anti-Timing für ihn an. Er hat seine wichtigen Upgrades noch nicht durch. Der Panzer ist auch noch eingeladen. Und Hero Marine, er verkaut hier ein bisschen den Fight. Verliert er seine ganzen Einheiten. Und jetzt auch noch die Medivacs werden hart beschossen. Das eine Medic ist so mega low. Ein Hitpoint geht jetzt hier auch dran. Der Panzer wird ausgeladen. Aber der wird hier nicht wegkommen mit den Stalkern. Und Blink wird der Panzer hier ziemlich schnell gesnappt. Er nimmt nochmal einen Stalker mit, aber das lohnt sich auch nicht. Und Hero Marine, da war er im Stress und hat den. Ja, das. Er war. Er hatte jetzt alle seine Upgrades durch. Er hat jetzt
Bronkassef-Shells, Combat Shield und plus 1 Infanterie. Wir haben es aber ja kurz bevor den ganzen Upgrades angegriffen. Und auch der Panzer war nicht mehr dabei, das wäre so wichtig gewesen. Also Zest hat vollkommen richtig reagiert mit seinem Recall hier direkt an seine dritte Basis. Wusste, dass der Attack kommt. Hat natürlich die Armee getaggt gehabt und jetzt hier ihn versucht zu fighten, versucht hier ein paar Stalker rauszunehmen, aber da sind die Force-Wits, das wird eingeladen, schön nach hinten gezogen. Trotzdem, Hirin hat hier Probleme, sich zu verteidigen. Wie man sieht, seine Army-Supply ist nicht so fett momentan, zieht sie jetzt hier weiter nach hinten. SCVs werden gezogen, die Stalker jetzt hier fighten einfach dadurch, der Mortal wird gefokust, der Mortal ist hier down. Und die SCVs geben hier alles, um die Stalker zurückzuhalten. Es sterben 12 SCVs, aber es geht auch Stück für Stück, dass Protoss Army-Supply down ist, wird weniger und weniger Cent, wir sind alle tot. Stalker blinken weg, es verbleibt hier ein Phoenix, 16 SCVs allerdings gestorben, damit Hirin runter auf 55 Worker. Also Economy-Situation immer noch sehr sprunghaft, aber immer noch ein Vorteil hier für Zest, der jetzt auf 71 Probes ist und gerade eine vierte Basis nimmt. Also die Economy für den Protoss wird ab hier nur noch krasser. Wir haben plus 2 Armor-Upgrade unterwegs, ein neues Warp-Prism kommt hier und Zellets werden reingeworbt an der vierten Basis. Und wir haben auch das Templar-Archive hier mit dabei. Storm kann megamäßig wehtun. Phoenix scoutet die Sache nochmal aus. Natürlich, Oracle sind in diesem Engagement alle gestorben. Heißt, die Army vom Terraner kann nicht mehr getaggt werden. Trotzdem, Zealots und Stalker. Die Zealots haben Charge, die Stalker haben Blink. Und es ist 1-1 drauf auf den Gateway. Und jetzt, mindestens ein Terraner hat nur plus 1 Attack momentan. Aber auch bald 1-1 ist da für Yunomin. Da gibt es den nächsten Harassment Warp-In von Zest. Und auch das Warp-Prism wird eingeladen. Das wird gescannt. Als Yunomin weiß, dass das kommen wird. Aber wir haben jetzt an drei Fronten Attacks. Einmal mit den Zealots rein in die Netzschwemme, mit dem Warp-Prism rein in die Main und einmal den Attack auf die dritte Basis. Hirin muss jetzt hier an so vielen Fronten verteidigen. Er entscheidet sich gerade den Fight mit der Army von Protoss zu suchen, sniped da mal einen Stalker raus, aber eben jetzt das Problem. Zealots in der Main und auch einmal Zealots in der Netzschwemme. Chargen hier fröhlich durch die Gegend. Das sind Reinforcements, dann hätten da. Währenddessen geht es auch der Attack auf die Main bis los. Hirin spittet seine eigene Army. Hatte hier genügend Army, um alle Fronten zu verteidigen. Seine dritte Basis hebt schon mal ab. Wird jetzt hier gefokust. SCVs sind da, müssen das eventuell reparieren. Marauder drehen um. Währenddessen Mainbase gibt es auch totales Chaos. Liberator kommt mit dazu, das Command Center wird hier ziemlich low, aber es wird repariert, das wird das überleben, trotzdem Stalker fighten für dich weiter, snipen die beiden Liberator, die Marauder snipen hier Stück für Stück die Stalker raus, aber es geht immer noch eine Mainbase Sache, nächste Warp in Zealots kommt und Hero Means Production wird hier ordentlich arrest, wird hier ordentlich belagert, da geht hier die Addons down, da gehen mehrere Gebäude down, mehrere Supply Depots, die Zealots hier schlagen sie einfach durch, eine komplette Barracks stirbt hier sogar, die Zealots haben hier sehr sehr viel Spaß und ziehen sie jetzt nochmal zurück, können vielleicht noch teilweise evakuiert werden. Vier können eingeladen werden oder eventuell blinken die Stalker einfach mit dazu. Hirin hat hier Probleme zu verteidigen. Er hat 30 Supply weniger momentan. Zest währenddessen sammelt richtig fröhlich Overmins und zieht jetzt hier seine Stalker nochmal zurück. Die Zealots werden hier alle geklärt, aber die nehmen nochmal einiges an Einheiten mit. Eventuell vielleicht nochmal das ein oder andere Gebäude. Da hier drüben nochmal ein Zealot Charge völlig durch die Gegend. Drei SCVs sind hier nochmal gestorben. 33 zu 75 ist der Worker Count. Das nächste Supply Depot brennt, das nächste Supply Depot geht down. Die Zealots haben hier nochmal richtig viel Spaß. Sind immer noch 5 Zealots hier in der Basis, denn die werden jetzt zwar alle geklärt, aber Hirin 50 Supply down. Zest hat 4 Basen, voll starke Economy. Hat immer noch den Warp in Pilen, wenn er den nutzen möchte und hat jetzt gleich Storm ready. Das sieht nicht gut aus für Hirin, währenddessen brennt seine dritte Basis. 60 SCVs bisher verloren, er hat noch 32 übrig. Er baut jetzt einfach nur Army und schiebt jetzt alles nach vorne. Hirin möchte das hier mit dem Fight entscheiden, hat versucht mit dem Drop noch was zu machen. Aber auch der Drop wird hier abgefangen. Er wird dem Marauder geliftet, auch das Medivac geht hier down. Hirin scannt die vierte Basis und rennt jetzt hier einfach nach vorne. Alles wird nach vorne geschoben, das ist ein All-In hier so quasi von Hirin hier. Zest nimmt währenddessen eine fünfte Basis. Er hat hier ein Warp-Prism in der Tempel, ja, das ist ein Tempel mit Storm drin. Ja, das Warp-Prism wird kurz beschossen, Liberator, aber müssen sich zurückziehen gegen die Blinkstalker. Jetzt hier Blinkstalker-Fight gegen die Bio und da kommen die Templer mit dazu, da kommen die Storms und Hirin's Supply löst sich einfach auf und das war's dann auch für ihn. Schade, schade, aber er musste hier Zest mit 3-1 geschlagen geben, konnte sich keine weitere Map holen. Bei Zest, er hat schon manchmal eine Tendenz, um zu aggressiv zu sein, verliert schon manchmal ein bisschen unvorsichtige Einheiten und sein Makro ist nicht perfekt, aber ja, er hat stark genug gespielt. Und Hirin, da war eben einmal das Problem der DTs in den vorigen Maps und jetzt hier halt der Angriff an drei verschiedenen Punkten, die Natural, die Main, da ging halt so viel ab, da konnte er nicht alles verteidigen. Die Zealots hier sind einfach reingelaufen, die Natural hatte keine Wall und der Mainbase hat das Warp-Prism für richtig viel Chaos gesorgt und währenddessen ein Attack auf die dritte Basis, das ist mega stressig und die Priorisierung, was man jetzt wie am Leben erhält, ist immer mega schwer. Somit ist es ein 3-1 hier für den Protoss. Das war Replicast 826, wie gesagt, aber jetzt gibt's Pause bis nächsten Montag. Bis dahin. Videos gibt es ja trotzdem, aber ja, das sind die Stream-VODs. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.